So, dann mal raus hier. Und gucken, wie weit unser Merkur ist. Der ist immer noch auf dem Weg. Genau, da fliegt er uns gerade entgegen. Was machen wir denn mal in der Zwischenzeit? Wir können... Wir haben noch keinen Satelliten hier ausgesetzt. Das machen wir einfach mal. Damit wir später jederzeit hier die Preise angucken können. Denn es gibt ja nicht nur die Energiezellen hier, sondern auch zwei Erzminen. Oh, und da ist der Preis richtig schön niedrig. Und da auch. Ja, hier werden wir auf jeden Fall öfters mal vorbeigucken. Also, Navigationssatellit, Auswurf, okay. Navigationssatellit ausgeworfen. Mit Komma auf die Universumskarte und jetzt haben wir schon mal 6 Sektoren. Hier sind auch nochmal 3. Ich würde aber ganz gerne in den Sektor hier drunter. Das ist Südtor, Heimat des Lichts. Da ist nämlich eine von diesen großen Kooperationen, wo wir diese besonderen Sachen kaufen können. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal in einem großen Bogen nach da unten. Also wir gehen hier durch das Osttor, dann nach Süden, Süden, Süden und dann Westen, Westen und müssten da sein. Oder ich glaube, einmal Westen reicht. So. Tab für maximale Geschwindigkeit, J für Zeitverzerrung und durch da. Unser Merkur müsste sich ja eigentlich melden, wenn er bei der Station ankommt. Ich hatte es ja so eingestellt, dass er... Ah, genau. Ihr Merkur hat seinen Auftrag beendet. Schön, dann bremse ich doch mal ab. Mausrad nach hinten, so. Drücke ich R für unsere Besitztümer. Handeln. Ah, die Preise sind auf 13 hoch. Aber 13 ist immer noch okay. So, dann drücke ich einfach hier rechts hin. Zack. Und wir kriegen fast 3000 Energiezellen in unser Lager rein. Na, sehr schön. So, wo schicken wir die jetzt mal am besten hin? Zu irgendeiner Waffenfabrik. 3 Welten haben wir, keinen Satelliten. Herons Nebel. Da kaufen wir normalerweise unser Erz. Aber es gibt hier auch eine Waffenfabrik. Die hat aber so ziemlich alles, was sie braucht. Na gut. Dann wohl Argon Prime mit den 5 Waffenfabriken. Gefechtsköpfe, die haben Energie. Munitionsfabrik, die haben inzwischen auch Energie. Wollen nämlich veräppeln. Ah, okay. Leichte Waffen Alpha. Das sieht doch gut aus. Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, docke an. Dann klicken wir unten auf Argon Prime und sagen leichte Waffen Alpha. Auch wenn wir unbedingt darauf achten müssen, dass der Preis später immer noch so gut ist. Denn der Merkur wird eine ganze Ecke dahin brauchen. Also wenn wir später, in der nächsten Phase wahrscheinlich erst, genug Credits haben, dann sollten wir auf jeden Fall auch unsere Schiffe mit Sprungantrieben ausrüsten. Das macht das Leben wesentlich leichter. Der einzige Haken bei dem Sprungantrieb ist, dass sie Energiezellen verbrauchen. Das heißt, man muss immer ein Auge darauf haben, wie viele man im Container hat. Und das immer wieder regelmäßig aufstocken. Aber trotzdem spart man irre viel Zeit. So, wir sind erstmal falsch abgebogen. Ich wollte eigentlich nach Osten. Reach, scharfe Kurve und einfach zurück. 3 Welten waren wir ja schon. Da waren primär nur Essensverarbeitungssachen. Und damit beschäftigen wir uns noch nicht wirklich. Werden wir später zwar für unsere eigenen Fabriken brauchen. Und ich nehme auch mal an, unsere erste eigene Fabrik wird sowas sein. Entweder das oder eine eigene Erzmine. Aber damit Handel zu betreiben, lohnt sich in meinen Augen nicht so sehr. Die Gewinnmarge ist da relativ klein. Oh. Wir haben gerade noch ein Solarkraftwerk entdeckt. Ist doch schön. Eigentlich wollte ich nur zum Osttor. Genau da. Scharf an dieser Erzmine vorbei. So, da drauf zu. Und dann sollten wir vielleicht auch neue Navigationssatelliten kaufen. Ich guck mal ganz kurz, ob die hier zum Verkauf stehen. Navigationssatellit. Ja. Each. Schon wieder Meinung ändern. Wir wollen dahin. Denn wir müssten jetzt ja noch 71.000 Credits haben. Nicht sehr viel, aber es reicht fürs Erste. Ich will immer so einen Puffer von mindestens 40.000, 50.000 haben, damit wir eine volle Ladung Erz kaufen können. Aber allein dadurch, dass jetzt schon der Frachtraum von dem Merkur voll ist, haben wir ja eigentlich mehr Geld, als es auf dem Konto steht. Wir müssen nur halt einen Abnehmer finden.
Rein da und bitte so 3, 4 Satelliten kaufen. Handeln, Navigationssatelliten, 1, 2, 3, 4. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Und bevor sie aussprechen kann, haben wir schon wieder abgedockt. So, da ist wieder das Westtor, das wollen wir nicht, wir wollen da durch. Und unser Navigationssatellitennetzwerk weiter ausbauen. Dafür gibt es auch ein Skript, das habe ich aber bisher noch nicht benutzt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich nehme mal einfach an, dass das Schiff, das das benutzen soll, eine gewisse Software haben muss. Ich nehme mal an, Spezialsoftware und genug Satelliten im Hangar. Und dann geht das los und macht so ein kleines Netz über jeden Sektor. Aber wie gesagt, ich mache das ganz gerne von Hand. Habe ich was zu tun, während meine Transporter durch die Gegend gehen und Geld verdienen? Denn später hat man sonst allgemein gar nicht so viel, was man machen kann. Also weil den Großteil der Arbeit erledigen halt die automatisierten Schiffe und die Stationen. Und wenn man keine Kampfmission fliegen will, kann man zwar die Transportmission und dergleichen machen, aber die werden mit der Zeit auch recht öde. Also bin ich meistens eher dabei, Micromanagement zu betreiben, was die Fabriken angeht, oder halt die neuen Sektoren zu erforschen und mit Satelliten zu verzieren. Ich sehe hier wieder jede Menge... Agrarzentrum L. Gamma. Genau, Nahrungsmittelproduktionszentren. Schade. Aber man kann ja nicht an jeder Ecke einen Waffenhändler haben. Da wird Fleisch produziert. Da ist schon mal ein Solarkraftwerk, das ist immer gut zu haben. Und da hinten haben wir eine Schiffswerft oder einen Ausrüstungsdock. Was haben wir hier? Ein Ranch, Sonnenkraftwerk, Ausrüstungsdock. Na gut, setzen wir einfach hier auch noch einen hin. Wir wollen schließlich später in allen Ergon-Sektoren hier in dem Bereich einen Satelliten drin haben. Alleine übersichtshalber. Und später sogar noch wesentlich mehr als nur einen. Dann würde ich da noch einen hinsetzen und vielleicht da noch einen, dass man wirklich den ganzen Sektor sehen kann. Momentan werfe ich die ja nur ab, damit unser automatisierter Händler später weiß, wo er hinfliegen muss. Und damit ich jederzeit überall die Preise checken kann. Als Kontrollfreak, der ich bin. So. Durch da. Durch da. Ja, der Kollisionsalarm unterbricht auch immer den Sensor, was ein wenig nervig ist. Aber der denkt halt, er weiß es besser als ich. Das haben Computer irgendwie immer die Eigenschaft, aber na gut. Rotes Hauptquartier mit richtig schönem grünen Nebel. Wir folgen jetzt einfach mal der Spur in die Richtung und hoffen, dass wir da irgendwas finden. Und das meinte ich damit, dass manche Sektoren ein wenig größer sind als andere. Also die Abstände zwischen den Sprungtoren sind hier ja wesentlich größer. Normalerweise kann man mit einem Satelliten fast den ganzen Sektor abdecken. Also bei den Sektoren, wo wir bisher waren. Hier fliegen wir jetzt schon gleich 2 Radarblasen weit und haben immer noch nicht das andere Tor gefunden. Dafür aber wieder ein Agrarzentrum. So, von da irgendwo kam ein Schiff, von da kam ein Schiff. Also ja, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Wir haben ein bisschen weiter südlich. Mach mal kurz die Karte weg. Können wir schon irgendwo optisch ein Tor sehen? Nee, können wir nicht. Der Nebel ist zu dicht. Ärgerlich. Okay, dann einfach weiter Blindflug. Ich weiß, hier unten müssten 2 Tore sein. Einmal nach Süden, einmal nach Osten. Und hier irgendwo ist noch ein Westtor. Autopilot deaktiviert. Da unten sind Transporter. Die falsche Richtung. Ah. Komm schon. Ich brauche Transporter. Ich muss mich orientieren. Also wir könnten jetzt noch weiter rauszoomen, aber da werden dann wahrscheinlich keine Sprungtore mehr sein. Die müssten irgendwo hier... Ah, da. Da kommen Schiffe her. Das ist ein gutes Zeichen. Gib mir ein Sprungtor. Ja, Linienenergie. Sehr schön. Da wollen wir hin.
kurz Komma, Universumskarte. Ja, genau. Also ihr seht jetzt von Herons Nebel aus einen Strich Richtung rotes Hauptquartier, aber keinen Strich zurück. Das heißt, wir haben das Tor aus hier, von hier nach da noch nicht entdeckt. Das sollten wir später dann auch noch machen. Falls wir mal ganz schnell von da nach da müssen, das würde ich erst hier rumeiern und untersuchen müssen. So, und wo ist jetzt unser Merkur? Der ist noch in Herons Nebel und auf halbem Weg zum Südtor. Gut, gut. Und er soll leichte Waffen Alpha hinten. Hier. Das ist auch relativ nah am Nordtor. Also allzu lange dürfte das nicht mehr dauern. Ah ja, und hier drin spare ich mir das, einen Satelliten abzuschmeißen. Hier ist einfach fast gar nichts. Also es gibt zwar ein, zwei Stationen, aber allgemein mag ich den Sektor nicht wirklich, weil er halt so groß ist. Autopilot deaktiviert. So, in der Linienenergie gibt es sinnigerweise auch Energie zu kaufen. Und wieder mal ein Agrarzentrum. Da hinten haben wir noch einen Titan. Was auch immer der hier macht. Normalerweise hocken die hier entweder in den Grenzgebieten oder direkt in Argon Prime. Da ist noch eine Station. Da ist noch eine Station. Sieht aber auch aus wie Cattle Ranches. Ja. Noch mehr Fleisch. Zwei Titanen. Oh, aber das ist kein Kampf-Titan. Das ist ein Hospitalschiff. Auch nicht schlecht. Bist du da hinten ein richtiges Kampfschiff? Argon, Militär, Titan. Jo. Sogar mit Begleiter-Eskorte. Schön, schön. Wrench, noch eine Wrench. Aber das Wichtigste für mich in diesem Sektor sind eigentlich nur die beiden Solarkraftwerke. Das heißt, wir schmeißen hier wieder einen Satelliten aus, haben nur noch drei. Ja. Und gehen jetzt nach Süden, um dann gleich wieder nach Westen zu gehen. Und jeden Moment müsste auch eine Mail kommen von unserem Transporter. Dass er angekommen ist und hoffentlich seine Energiezellen auch zu einem guten Preis loswerden kann. Also so 17 bis 19 wäre schick. Wenigstens ein bisschen Profit machen. Auch wenn der Trade Run jetzt gerade eher dazu da ist, damit die Fabrik ihre Waren produzieren kann, damit wir das Erz loswerden können. Erreiche System, Trantor. Trantor ist gruselig. Hier sind nämlich überall zerstörte Stationen. Dafür müsste man die alten X-Teile gespielt haben, um zu wissen, was hier passiert ist. Aber ja, ist sonst relativ leer. Jedenfalls in Terran Conflict noch. Bei Albion Preload haben sie schon wieder angefangen, hier aufzubauen. Aber in dem Teil, den wir jetzt hier spielen, ist wie gesagt so gut wie gar nichts hier. Man könnte theoretisch die Trümmer entweder zerstören oder wegziehen mit einem Traktorstrahl. Und dann seine eigene Station hier aufbauen. Aber wie gesagt, ist mir ein bisschen unheimlich, das lasse ich lieber. Satelliten schmeißen wir hier auch nicht ab. Wir verschwinden gleich durch das Westtor. Sogar die Musik ist unheimlich. Na gut. Da wollen wir durch. Ich sagte, da wollen wir durch. Und jetzt werden wir gleich das Hauptquartier von dieser einen Kooperation sehen. Das auch recht imposant aussieht. Das Riesending da nämlich. TerraCorp HQ. Dann drücke ich mal U, um direkt die Informationen aufzurufen. Und wir sehen hier, wir können eine Bergungsversicherung kaufen. Die kosten 3000 Credits und damit können wir jederzeit im All abspeichern. Normalerweise muss man dazu ja eine Station andocken. Dann gibt es hier noch eine Argon-Polizeilizenz. Die kann man kaufen, wenn man genug Attensehen hat bei den Argonen. Und bewirkt, dass jedes Mal, wenn man einen Feind umbringt, also einen Feind der Argonen, man dafür Credits bekommt. Was recht praktisch ist. Aber da wir Pazifist sind, für uns noch uninteressant. So, ich bremse mal kurz ab. Und unser Merkur braucht Anweisungen. Okay, öffne Schiffsmenü. Du sollst bitte handeln. Energiezellen, 9, 10 Credits. Sehr schön. Dann verkauf mal bitte alle.
Oh, das ist doch mal schick. 56.000 Credits gab das. Zack. Schon sind wir wieder bei 100.000. Was machst du mal als nächstes? Du, Kommandos, Navigation, docke an mein Ziel an.